Die Ukraine hat erneut offenbar erfolgreich die von Russland annektierte Halbinsel Krim mit Drohnen angegriffen und soll dabei auch ein Munitionslager getroffen haben. Die russische Flugabwehr wurde umgangen. Und auch über Moskau ist wieder eine Drohne aufgetaucht. Die allerdings wurde laut Bürgermeister abgeschossen. Die Ukraine will schneller vorankommen mit ihrer Gegenoffensive. Präsident Zelensky drängt jetzt zur Eile für den Einsatz der F-16-Kampfjets. Der aktuelle Kriegsüberblick von Christoph Hipp. Meter für Meter und unter hohen eigenen Verlusten rückt die ukrainische Armee gegen die russischen Besatzer vor. Hier im Süden des Landes beansprucht Kiew die Einnahme des Dorfs Robotne und will damit den mächtigen russischen Verteidigungslinien einen bedeutenden Schritt näher gekommen sein. Doch die Gegenwehr von Putins Kämpfern ist heftig. Nur mit viel Glück entgehen diese ukrainischen Soldaten mit ihrem Fahrzeug einer russischen Kamikaze-Drohne. Die Lage am Boden, sie ist prekär. Da geht nicht viel. Und vor allen Dingen, man darf nicht übersehen, im Norden, im nördlichen Teil, Luhansk in der Provinz, greifen die Russen mit Erfolg an. Also dort werden in absehbarer Zeit, glaube ich, doch wieder vermehrt Kräfte der Ukraine hingehen müssen, um dort den Angriff zu stoppen. Russlands Armee hat nach eigenen Angaben zuletzt im Gebiet Kharkiv wieder Geländegewinne verzeichnet. Und auch um das ostukrainische Bachmut wird weiter heftig gekämpft. Ein großes Problem für die Truppen am Boden ist die drückende Luftüberlegenheit der Russen. Kiew setzt deshalb alle Hoffnungen auf die baldige Lieferung von F-16-Kampfjets. Nachdem zuletzt auch die USA die Ausbildung von Piloten angekündigt haben, sei das nur noch eine Frage weniger Monate. Für das Militär heißt es, die Vorbereitung der Infrastruktur so weit wie möglich zu beschleunigen, Piloten und Ingenieure zu entsenden, um die volle Einsatzbereitschaft der Ukraine zu gewährleisten. Und wir alle arbeiten zusammen daran, den Zeitpunkt zu maximieren, an dem die F-16 uns helfen werden, die russischen Terroristen in Schach zu halten. In Moskau will man unterdessen einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt abgewehrt haben. Und auch auf der russisch annektierten Halbinsel Krim sollen ukrainische Drohnen militärische Einrichtungen der Russen angegriffen haben. Laut Kiew hier mit Erfolg. Neben Dutzenden Toten und verletzten Soldaten seien Militärtechnik und Munition der Schwarzmeerflotte zerstört worden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.